Hallo und herzlich willkommen bei Secret of the Magic Crystals. Was mache ich hier eigentlich? Dieses Spiel wurde mir geschenkt. Ich habe es nicht gekauft. Es war im Steam Summer Sale für 99 Cent, glaube ich. Ihr könnt euch beeilen, wenn das Video neu ist. Dann gibt es es wahrscheinlich immer noch im Summer Sale. Kostet, glaube ich, sonst 3, 4 Euro oder so. Vielleicht auch 5, keine Ahnung. Mir wurde das geschenkt von einem User aus dem CompuWare Forum, den ich auch schon seit ein paar Jährchen, glaube ich, inzwischen schon kenne. Der hat mich plötzlich angeschrieben. Zack, hier, viel Spaß damit. Und dann hatte ich plötzlich dieses Spiel in meinem Steam-Account. Mir bleibt jetzt eigentlich nicht viel anders was übrig, als es zu spielen und auszuprobieren und euch zu zeigen, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ein besonderer Meteorit schlug vor langer Zeit in die Erdatmosphäre ein. Moment! Alleine das ist wissenschaftlich doch schon mal völliger Schwachsinn. Die Erdatmosphäre ist die Luft praktisch, die Luftkuppel, die die Erde umgibt. In die Atmosphäre kann nichts einschlagen. Der schlägt auf der Erdkruste ein, aber durch die Atmosphäre. Also auf der... Ach, egal. Komm, weiter. Der Meteorit zersprang in Stücke und seine Kristalle gingen verloren. Wie beim Eintritt in die Erdatmosphäre ist er zersprungen. Naja gut, okay. Unser Großvater hat zwei dieser Kristalle gefunden und eine besondere Wirkung auf Pferde bemerkt. Warum? Diese Kristalle geben Pferden besondere Fähigkeiten, sagte er. Aber niemand glaubte ihm. Und hier gleich mit der Faust. Los, schlagt ihn! Aufstand! Und der hier auch. Donnerwetter. Die wollen gleich eine reinhauen. Die Gelehrten lachten ihn aus und verstießen ihn. Oh nein! Er gab uns zwei Kristalle in der Hoffnung, dass wir seine Träume wahr machen könnten. Welche Träume? Worüber? Wähle einen Spieler. Ach Gott. Spiele ich nicht immer, Mädchen? Dein Pferd kann Kraut und Mineral... Was? Okay, egal. Bauernhof! Dein Großvater hat die Natur der Meteoritenkristalle studiert. Er hat dir seinen Hof hinterlassen. Du kannst ihm helfen, indem du besondere Pferde züchtest und versuchst, die verlorenen Meteoritenkristalle zu finden. Okay. Du kannst die Gebäude upgraden, indem du das Backsteinsymbol wählst, oder du kannst sie betreten, indem du das Türsymbol wählst. Im Stall wartet ein Fohlen auf dich. Geh und pflege es ein wenig. Ach, meine Fresse. Okay, können wir hier irgendwie... Was ist denn jetzt los? Warum regnet denn das jetzt? Donnerwetter. Das ist aber ein schneller Jahreszeitenwechsel gewesen hier, ne? Ah, ja gut. Dies ist der Stall, in dem deine Pferde leben. Hier können sich deine Pferde zwischen dem Training, den Rennen und den Missionen ausruhen. Mission, rette die Welt. Hier kannst du sie füttern und tränken. Im Stall kannst du deine Pferde paaren. Ach, oh. Ist das ab 18. das Spiel? Okay, betreten. Da ist doch jetzt ein Fohlen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Auf der linken Seite findest du das Pflegewerkzeug. Benutze die Striegelbürste für das Fell, den Hufkratzer für die Hufe und den Schwamm für den Kopf. Wie die erwachsenen Pferde kannst du neue Produkte kaufen, die ihre Fähigkeiten steigern. Klick dafür auf das Shop-Symbol. Wenn dein Fohlen alt genug ist, kannst du ihm beim Schmied Hufeisen kaufen. Eulalie? Stärke 0 von 100, Schnelligkeit 0 von 100. Ausdauer, Geschicklichkeit, Reflex, Intelligenz. Einhorn? Das ist ein Einhorn, guck mal hier, da steht's. Einhorn. Level 1. Okay. Was macht denn der jetzt hier? Wo soll ich draufklicken? Menü? Nein. Nein, 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 nein. Stoppuhr? Was? Wo ist denn jetzt hier das Pflegesymbol? Stallverschlag Nummer 1. Fütter dein Pferd. Brauchen wir nicht. Tränke dein Pferd. Pflege dein Pferd. Mit der Bürste. Wofür ist die? Da? Guck mal hier. Oh, ist das fett. Was hat das für komische Proportionen? Hurra, freust du dich? Hm. Ha? Jetzt ist er schon erwachsen. Wow. Das ist ja wohl die beste Pflege, die man einem Pferd überhaupt nur geben kann. Oder einem Einhorn. Einfach mal ein bisschen die Bürste schwingen und schon ist es erwachsen. Donnerwetter. Was haben wir denn hier? Das war für die Hufe oder so? Da? Hier so? Bringt das was? Da. Oh, guck mal, hebt sogar richtig an die Beine. Ist ja toll. Oh Mann, ey. Ich kann nicht mehr. Ah, was mache ich hier eigentlich? Und draußen gewittert es übertrieben. Guckt euch das mal an rechts oben. Mieses Gewitter. Wie werde ich denn das hier wieder los? Achso, ja. So, und dann gib mir mal hier den Schwamm. Da, friss. Friss Schwamm. Yeah!
Ja, Mann, hier nenne ich das. Das war zu doll, da hat sie getreten hinten. Kannst du mal sehen, also das ist dann doch zu viel, ne? Na, verstehe ich nicht. Ja gut, was soll's. Und jetzt? Sollten wir jetzt in den Shop gehen und klick auf das Shop-Symbol, um neue Produkte für dein Pferd zu kaufen. Jedes Produkt ist einzigartig und steigert die Leistung deines Pferdes. Versuche passende Produkte für dein Pferd zu finden. Okay. Was haben wir denn hier? Hä? Information, aber sagt mir gar nicht, was das ist. Was ist denn das hier? Eine Lampe? Verstehe ich nicht. Komm, das sind Lampen. Was sind... Hä? Was soll denn das sein? Wie viel Geld habe ich? Ah, 500. Wir haben 500. Das kostet ja nur 60 alles. Das ist alles voll billig. Das können wir ja alles kaufen. Hä? Was ist denn das hier? Reflex 3. Hallo? Was mache ich denn jetzt damit? Jo, Fähigkeiten? Hä, wo soll ich denn jetzt damit hin hier? Was ist denn das überhaupt? Lampe für dein Pferd. Ach so. Oh, guck mal, wie die sich freut, nur wegen der Lampe. Hier noch mehr Lampen? Können wir alles mit Lampen vollklatschen? Verstehe ich alles nicht. Ich verstehe das nicht. Ach so. Ach so, da konnten wir was für die Lampe aussuchen. Da können wir eine andere Lampe machen. Und hier können wir andere Pflegemittel kaufen. Okay, also bessere Bürsten. Oder besseres Futter. Besseres Wasser? Eine bessere Tränke? Dann fühlt sich das Pferd wohl. Ja, ich soll hier also den Stall einrichten, damit er sich wohlfühlt. Ach nee. Wir gehen jetzt mal hier wieder zum Bauernhof. Jawohl. Gehen wir mal wieder raus. Suche Regenbogen. Was ist denn da jetzt? Das sind irgendwie... Was ist denn da los? Und was ist hier? Tor 1? Am Tor kannst du dein Pferd zu einem Rennen oder auf eine Mission schicken. Je höher das Level, desto besser die Rennen, auf die du deine Pferde schicken kannst. Okay. Los, betreten. Bam. Wir machen jetzt ein Rennen. Um dein Pferd zu einem Rennen zu schicken, wähle den Pferdewagen aus. Was? Leave the farm and race against other players around the world in the new multiplayer expansion. Nein, ich will kein Update kaufen. Ich will jetzt kein Multiplayer-DLC kaufen. Vielen Dank. So, um dein Pferd zu einem Rennen zu schicken, wähle den Pferdewagen aus. Um jemandem zu helfen, der in Schwierigkeiten ist, klicke auf den Briefkasten und lies die Briefe. Wenn dein Pferd während einer Mission erschöpft ist, wird es manchmal krank. Wenn das passiert, solltest du in die Scheune gehen, um ihm ein Heilmittel zuzubereiten. Du kannst auch Zaubertränke brauen, um die Fähigkeiten des Pferdes zu steigen. Meine Fresse, also Doping ist hier in Ordnung, ja? Los zum Rennen schicken. Das lokale Pokalturnier für die schnellsten Pferde. Galopp. Gewicht heben. Für die Stärksten? Für die Besten? Für die am besten springen können? Was kann die denn? Die ist stark und hat gute Ausdauer. Stark, hat Ausdauer, Reflexe und intelligent. Einfaches Turnier am Jagdspringen. Springreiten. Wir machen mal Gewicht heben, weil sie 3 von 100 Stärke hat. So, machen wir mal. Der geht schon. Die anderen haben bessere Ergebnisse. Eulalie ist jetzt auf dem 10. Platz. Eine Wahnsinnsleistung von Eulalie. Eulalie wird langsamer. Es sieht nicht so vielversprechend aus. Eine Wahnsinnsleistung von Eulalie. Eulalie wird langsamer. Es sieht nicht so vielversprechend aus. Komm schon, Eulalie. Zieh fester. Eulalie scheint langsamer zu werden. Außerdem macht das Wetter die Sache für die Pferde schwieriger. Eulalie ist jetzt auf dem 10. Platz. Komm schon, Eulalie. Zieh fester. Sag mal. Wird mir das überhaupt nicht angezeigt? Wird mir das nicht angezeigt? Was ist mit dem dummen Pferd? Kommt das irgendwann wieder? Stoppuhr? Da habe ich mich doch eben schon drüber gewundert. Was ist denn hier los? Zu Rennen schicken? Ja, aber... Verstehe ich jetzt nicht. Wird mir das nicht gezeigt? Ach Gott. Nein, geh weg. Ah! Ach Gott. Ich verstehe es nicht. Ich muss das auch gar nicht verstehen. Unser Pferd ist weggelaufen und erlebt jetzt seine eigenen Abenteuer. Tja, anscheinend hat Eulalie irgendwie Schnauze voll von uns. Ey, wir haben dieses Einhorn gebürstet und nach 10 Mal Bürsten ist es plötzlich erwachsen. Das ist doch eine tolle Sache, ne? Da ist sie wieder da. Und, hast du jetzt irgendwas erreicht? Geist und Zustand. Ist das hier ein Rollenspiel? Was ist denn das? Warum wurde mir denn das Rennen nicht angezeigt? Das ist doch doof. Ach, naja, gut, was soll's. War ganz lustig, solange wie es anhält, aber ich denke mal, das war's jetzt auch erst einmal. Den Gag habe ich mir jetzt erlaubt, aber mehr werden wir davon nicht sehen. Was soll ich noch sagen? Tschüss und bis zum nächsten Mal.